Hörst? Alter, das war natürlich übel. Trotzdem gewonnen. Ja, haben wir auch alles richtig gemacht, mein Gott. Den Rheinmetaller vermöbelt, den Tiger. Zwar keine Beiträge geleistet, doch, ah doch. Aber nicht so viel. Und Plus gemacht, das ist auch gut. Oh, jetzt aber den 85er wieder, ne? Kannst du mit 85er nehmen? Mir ist das total Ritze. Ja, los geht die wilde Fahrt. Ich hab bloß keinen 85er, deswegen muss ich halt immer Tiger fahren. Oder mir ist das halt egal im Endeffekt. Ich fahre halt auch Tiger dazu. Ups.
Y am Ende. Hm. Die beiden Su 100. Ja, die beiden Su 100 böse, genau die meine ich. Su 100 böse. Ja, jetzt drauf auf jeden Fall. Ja, was mit dem VK? Hier vorne rechts. Ja, na los da, Karamba, Angriff. Ja, ich kann nicht so tief zielen. Ja, der hat halt keine Gandhi-Pärchen. Ah, du kannst noch ganz andere Sachen. Jetzt drauf da. Ich friss die Schüssel, du fährst drauf und schnappst dir den da. Los. Angriff. Motor kaputt, du. Hätte er da hinten in die Ecke. War so obvious. Abgeprallt. Bitte. Das gibt's doch nicht, ey. Schon wieder abgeprallt. Bin auch ständig abgeprallt. Naja. Aber das war wieder schön.
schon alle aufgeklärt eigentlich. Bis auf einen. Also, kann ja eigentlich nicht groß was sein. Turm so ein bisschen schräg nach hinten da in Richtung Turm. Also, dein Turm in Richtung den kaputten Turm da hinten. Mhm. Dass du ein bisschen schießen kannst, wenn was kommt da. Das ist ja schon mal. Ja, da solltest du eigentlich vorbeikommen jetzt, ohne dass der dich sieht. Aber jetzt hast du schon wieder angehalten zum Schießen. Waren sich da in der Ecke, der könnte ja auch mal was machen jetzt langsam. Aber also eigentlich musst du ein bisschen mehr zu mir. Wir wollen hier eigentlich so einen großen Bogen hinten rum gerade. Ah, okay. Da jetzt quer durch die Häuser durch. Fixier hier drüben einfach mal schräg die nächste Hütte da. Das ist dieser Hügel, genau. Oh, ich bin aufgedeckt. Ja, jetzt bin ich auch gerade aufgegangen. Der KV-2 da hinten, der kann den gut gucken. Der hat uns beim Rüberfahren hier irgendwie kurz gesehen. Aber das... Wir gehen ja gleich wieder zu. Jetzt kommt er hier. Jetzt mal gucken, ob er so doof ist, hier reinfährt. Jetzt auf jeden Fall da nicht alleine traden. Steh ruhig hinter der Hütte und lass den kommen erstmal. Solange er nicht auf die Idee kommt, dir die Hütte kaputt zu schießen. Ich weiß nicht, ob... Wenn er den... Wie hat der mich denn erwischt? Das kann ich dir gerade ehrlich gesagt auch nicht sagen. Du stehst eine halbe Fahrzeuglänge in deinem Haus. Das ist mir auch zu hoch. Oh, jetzt schießt er die Hütte weg. Ja, pass auf. Ja, jetzt go vorwärts jetzt. Wollte ich eigentlich gerade schon die ganze Zeit sagen. Alter, das gibt's nicht, Alter. Dieses Vieh bauen was zusammen. Das ist aber so eklig. Ja, dann ist jetzt alles weg. Ja, wir müssen natürlich auch gegen den einzelnen Achter brawlen hier. Das ist suboptimal. Boah, der KV-2 lebt immer noch da hinten, du. Ja, das sind noch zwei Stück. Das ist das nächste Problem eigentlich. Das Problem ist halt ganz groß hier Mr. T29 an der Ecke, der da einfach Hüter-HP spielt und gar nichts macht. Das ist... Der hat eine gute Kanone, der könnte einfach mal hier einen Schuss setzen und den da penetrieren, aber der denkt sich, so alt ist nicht. Was ist denn sein Auftrag da? Ja, die Ecke verteidigen. Okay. Das ist eine total wichtige Position, da die Ecke hat er gehört. Hat er bei irgendwo gehört? Das ist ein polnischer Eckenhüter ist das. Oh oh. Oh, der.
Ja, bei dem Oho brauchen wir, glaube ich, gar nicht mitmachen, oder? Ja, gut, das kommt immer noch auf an, wie der fährt. Ne? Ein schöner Schuss in die Seite geht immer, ne? Sagt man. Und da hinten steht ein Churchill. Da hinten zum Beispiel Churchill, das ist schon eher sowas, da kannst du mal anfassen. Da steht, glaube ich, hinterm Haus, das weggeht, ja. Da muss man ein paar Mal gegenschießen. Oder nee, die hintere Hütte geht nicht kaputt, nur das vordere irgendwie. Ah, egal. Na gut, irgendwie ist hier noch nicht so richtig Klarheit drin. Da kommt noch einer angekaspert da hinten, dem können wir mal eine besammeln da. Wir haben halt keine, ja genau, das wollte ich gerade sagen, wir haben halt keine Übersicht am Google, das ist schon mal schlecht für einen Anfang auf jeden Fall, weil da steht nämlich auch, oh, okay, steht nämlich auch so ein unnützer Jäger drin. Okay. Ach, da von rechts kommen sie auch alle, ja, wa? Ja, klar. Ja, lass dich mal da nach rechts hinter das Haus zurück. Boah. Ja, noch ein Stück zurück da. Fahr mal auf den Tiger, der da bei uns rumfährt. Guck mal, da kannst du gleich schießen. Der ist alleine. Da musst du bloß irgendwie von der Seite ein bisschen ran. Wo ist er denn? Den musst du ein Stück ranfahren, bis da aber der. Bis ungefähr, wo der VK ist, da auf der anderen Seite vom Stein fährst du jetzt.
passiert. Ja, keine weil. Ahnung, wenn einem das Spiel Spaß macht, aber wenn man halt immer nur auf den Sack kriegt, dann deinstalliert man halt wahrscheinlich relativ schnell. Ja. Also ich hätte auch schon nach 10 Spielen deinstallieren können, ehrlich gesagt. Irgendwie müssen wir hier mal mit Krawall ran. Die sind alle so schlecht, die schmeißen sich gerade massiv weg hier, die Gegner, an sinnlosen Positionen. Das ist, zum Schluss kriegen wir wieder nichts ab hier. Wir haben Glück, dass die hier alle so zurückhaltend sind, die Kleinen bei uns. Hier, mit Karamba rum da und drauf, ne? Ja, ich eier nicht, ich geb. Mehr geht nicht. Mehr gibt, ne? Herr Kaloy. Alles mehr gut. Gibt das Schiff nicht her. Ja, doch noch diese Idiotenkanone drauf mit 490 Alpha und ich fress echt den Schuss, Alter. Das ist so peinlich. So, rechts rum um der Ecke, da kommt gleich der nächste Kollege von denen. Da musst du jetzt mal vorfahren, weil wenn der auch die Idiotenkanone drauf hat, dann macht er mich eventuell raus. Ja, ich bin da. Ich versuch's. Na gut, das sieht gerade so aus, als ob das alles kein Problem mehr darstellt, bis wir da sind. Alter, das ist ein geiler Angriff gewesen. Und die anderen sind alle mitgefahren, hast du das gesehen? Ja, die haben auch mal gewartet und sind vorher nicht so einzeln reingefahren. Lustigerweise, die standen beide schon oben auf dem Hügel, hatten sich's wahrscheinlich schon gemütlich gemacht. Ich baue uns an der Su, Alter, seitlich, das gibt's da alles nicht, das ist so traurig. Mann, sicherer Schuss, ey. Halt einfach ab. Kommt der nochmal, guckt der nochmal rüber? Oben vielleicht nochmal, ja. Ja, na klar geht der Schuss daneben. Oh, die sind schon oben, die Jungs hier. Die sind richtig... Da hast du aber ordentlich die Trompete geblasen, ne? Die Jungs waren, die waren richtig motiviert, nachdem du nach vorne vorgeprescht bist. Ja, ich hätte mich halt auch dazu stellen können und auch gucken, was passiert so, aber... Ja. Ist halt nicht so mein Ding. Ja, da habe ich schon mitgekriegt. Oh, hier so ein A20. Hier, wir stellen uns jetzt hier vorsichtshalber mal beide ins Cap rein, weil ich weiß nicht, was die da auf der anderen Seite machen. Wenn die jetzt da mit 3 Mann ins Cap reinfahren, dann verlieren wir das zum Schluss noch, weil keiner zurückfährt oder die zu doof sind. Weil die könnten nämlich schon locker mit 3 Mann im Cap sein da. Das ist halt eigentlich bloß, dass die Gegner jetzt wieder zu doof sind und zu killgeil. Ja, die anderen Seite, no Cap. Schreiben Sie im Chat. So rum oder so rum, das ist total egal. Naja, pass auf, das Problem ist, wir sind jetzt Heavies. Also, wie wir jetzt bis da zurückgefahren sind, würde ich mal fast behaupten, ist der ganze Spaß vorbei. Also kriegen wir da eh nichts mehr ab. Ja. Also können wir die Runde jetzt schnell beenden und unsere Fahrzeuge wieder freimachen. Genau. Oder fahren da jetzt hin und stellen fest, wenn wir da sind, dann ist alles abgeschossen. Oder im schlechtesten Fall haben die das sogar verloren bis dahin und die fangen dann trotzdem an zu cappen mit 3 Mann und cappen das noch durch. Also, ich kann 100 Sachen riskieren oder ich kann es jetzt einfach beenden. Also ich finde es eigentlich auch sinnvoller, gerade wenn du mit Heavy fährst, ne, da jetzt nochmal rüberquälen. Wer weiß, was da passiert. Ja, Mahlzeit, ich mein, Crazy Rabbit. Sicherlich wäre da jetzt nichts bei gewesen, was uns gefährlich geworden wäre. Selbst wenn alle anderen gestorben wären oder so, hätten wir die wahrscheinlich einsam in irgendeiner Ecke alle totgespielt irgendwann. Aber das ist, naja, keine Ahnung. Seid auch wenn nicht halt. Ich weiß halt, die wollen halt, wenn ich es richtig verstehe oder wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die halt sagen, no cap, damit die noch mehr Punkte sammeln, oder was? Damit die halt mehr Damage-Punkte sammeln. Nein, die wollen einfach, die haben einfach keinen Schaden geschossen bis dahin und regen sich dann auf, weil da halt noch lebendige Gegner umherfahren und die halt noch Schaden schießen können. Ach so. Naja. Also ich sag mal so, ich hatte schon oft genug jetzt, ganz am Anfang hatten wir mal so ein Gefecht. Bin ich auch mit zwei Leuten gefahren. Und da, wie gesagt, wir waren total Überzahl. Keine Ahnung, die hatten kaum noch was. Und am Ende wurde das Match, was du vorhin gegen den HTC gespielt hast, das sah bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gar nicht so schlecht aus. Bis du angefangen hast, gegen den HTC zu kämpfen. Besonders persönlich sah das nicht schlecht aus, weil du sogar Full Life warst. Aber irgendwie
keine Ahnung, also da wäre zum Beispiel schlau gewesen, ich meine, du hast gemerkt, okay, du siehst keinen von den kleinen Türmen, ne? Du kannst den frontal nicht anders pennen mit der Kanone, die du da drauf hattest, also da gibt es keine Chance. Ja, aber der hat nach jedem Schuss, wo er geschossen hat, ist der zurückgefahren. Also wäre halt cool gewesen in der Zeit einfach, ich habe vorhin aber nicht so viel Lust da zu schreiben in dem Moment, wäre halt einfach schlau gewesen, nach dem einen Schuss, den er gemacht hat, einfach mal rüber zu fahren auf die andere Seite halt und die Distanz zu verkleinern irgendwie. So, das, dann hätte er wahrscheinlich auch so gepiekt, dass du irgendwann einen Turm siehst. Aber ist jetzt Wurst, mein Gott. So, Nächste Mal. Wie die saß, ja. Ja. Wird auch wieder so eine ganz gruselige Runde hier. Sieht schon so aus? Jetzt schon? Ja, naja, die Hälfte fährt schon mal gar nicht los, die mit uns mitfahren müsste. Einer fährt ganz woanders hin. Also. Oh. Jetzt werden wir gleich von links beschossen, ne? Oder? Oder sind, sind die noch nicht so weit? Ah. Weil, eigentlich sind wir so gefahren, dass uns hier keiner kommen und schießt. So, was macht der, der fährt. Hä, warum bin ich denn jetzt aufgegangen? Von was? Das ist mir zu hoch. Ah, da steht ein Sheriff. Nicht rumfahren, nicht rausgucken, ne? Wo kommt der denn? Was steht da? Der Sheriff hier steht da drin, der macht irgendwelche 400er Löcher, das ist nicht gut. Der oh ja, 419, ne? Da durch so einen Spalt in einer Hausecke, dass wir den nicht sehen. Hinterm KV2, wo jetzt der KV2 aufgegangen ist, da oben, da steht der noch. Jetzt müssen wir aber trotzdem hier mal einen Schuss anbringen, das bringt sonst nichts. Vom Sherrod hier, oder? Ich hab's jetzt gar nicht. Ja, genau. Ja, der schießt, ja, der spielt irgendeine kleine Kanone, die schnell schießt, der spielt nicht die große Kanone. Aber ist egal, trotzdem hier chillen. Bringt halt nichts, uns von einem kaputt schießen zu lassen, den wir nicht sehen. Und das größte Problem an der Scheiße ist jetzt halt zum Beispiel, dass die anderen, die da oben alle auf der Karte rumstehen, die machen halt nichts in der Zeit. Ne? Die haben da gefühlt zwei Gegner, die sie bis jetzt von der Insel wissen, dass die da sind, ja, und machen halt einfach nichts. Wenn die jetzt in der Zeit die andere Seite gewonnen hätten, dann wäre es ja kein Problem, aber jetzt kommt halt einfach die Seite von der Seite rein und überrollt die. Weggemacht war, oder? Na, hast du hier halt auch noch auf der Seite jetzt hier den in ansatzweise den Meta-Waste bei, dass die ganzen Mediums sich denen angeschlossen haben, sowas wie Cromwell oder der Sheriff hier fährt da einfach als Sieger mit, der T-43 halt. Das ist alles Panzer, die eigentlich irgendwie da oben auf die Freifläche gehören, aber weil sie da wahrscheinlich sonst nichts gerissen kriegen. Geschossen, ne? Die anderen. Ist jetzt nicht so, dass die hier. Jo. Interessant. Naja, ja, traurig.
Ja. Also, da weiß ich, also ich hatte oftmals so die Situation, ich weiß, wie gesagt, da gibt es halt wieder keine Standardantwort für, ne? Aber sag mal, wenn ich ans Heavy sage, ich fahre in die Richtung und da kommen mir auf einmal vier entgegen. Und ich weiß, und ich bin alleine, sagen wir mal. Ne? Dann habe ich eigentlich immer gesagt, okay, bleibe ich da stehen und versuche die einfach aufzuhalten. Also wenigstens, dass sie busy sind. Oder ziehe ich mich zurück? Was, ne? Problem ist auf der Karte so ein bisschen, ja, wir hätten uns irgendwie schon zurückziehen können am Anfang, wo der Sheriff hier da im Hintergrund war und ich gesagt habe, ja, wir können ja eh nichts machen in der Ecke außer zugucken. Aber wo willst du dich auf der Karte hin zurückziehen? Das ist so ein bisschen so, ja, Not gegen Elend. Naja, also die waren ja eigentlich schon alle, also als sie dann später reingerückt sind und wie man gesehen hat, als sie da gegen den Stu und Emil gekämpft haben, da waren die ja schon alle relativ low, ne? Also wenn man da hätte man nochmal gut aufräumen, aber okay, kann man, ne? Im Nachhinein ist man immer klüger. Und ich finde, Paris ist wirklich eine scheiß Map. Finde ich. Also für mich als Anfänger sowieso. Ich fahre immer zu dieser einen Stelle mit der Brücke und dann war's. Ne? Aber ich fahre halt auch Ja, hauptsächlich Heavy. ist ja an für sich als Heavy auch richtig. Da kannst du eigentlich auch eine Menge machen halt. Aber das halt, wenn das dann auf so eine Konstellation trifft, wie dass da halt Mediums mitfahren, die unheimlich weit gucken können, ja, dann halt so eine vom Spiel total unbedachter Schlitz da gibt, wo der da von, weiß ich was, über 300 Metern da mit seinem scheiß TD da durchschießen kann, ja, dann ist die ganze Ecke schon mal total sinnlos, weil wir da jetzt nichts machen können. Das ist einfach unbalanced, sag ich mal, dann in dem Moment. Wir können den halt nicht sehen. Und Und der schießt immer fein durch alles durch. Ja, und ich meine, und dann waren natürlich die anderen auch nicht untätig, ne? Die sind natürlich auch gut nach vorne geprescht, als sie gesehen haben, oh, guck mal, da stehen nur die beiden und da einer hinterm Gebäude, ne? Einfach mal ran an den Speck. Ja. Und kannst du nichts mehr machen. mit so einem Tiger ist halt auch nicht einfach mal eben umdrehen und losfahren und wegfahren. Das ist halt das Problem. Und in Paris sind die Straßen halt so furchtbar lang. Das einzige Sinnvolle wäre gewesen, sag ich mal, um das jetzt überhaupt noch irgendwie zu deffen und hinzuhalten oder so. Und da vielleicht noch die ganzen Kräfte von den Unnützen, die da bis dahin auf dem Feld standen, zu reaktivieren. Also wir hätten uns wirklich instant zurückziehen müssen, wo ich das mit dem Sheriff hier gesagt habe. Ne? Aber das habe ich irgendwie auch in dem Moment. Ich habe irgendwie gedacht, die fahren dann auch so stumpf rein unten in den Kessel da, dass sich das ein bisschen ergibt, dass wir das von oben machen können, aber das war halt leider nicht so. Und dann hätten wir uns wirklich bis nach hinten zurückfallen müssen, oder fallen lassen müssen auf die Seite, wo die Rampe ist, runter zum offenen Feld. Und dann hätten wir halt einfach auf der Rampe vom offenen Feld da in deren Richtung Brücke da kämpfen müssen. Da hätten wir noch einen Moment hinhalten können, aber das wäre auch so das Einzige gewesen, was mir zu Paris einfällt, wo man das da mit einem Heavy sinnvoll verteidigen kann. Irgendwo in so einer offenen Straße bringt es ja halt null. Du hast ja nicht mal, du kannst ja nicht mal, du kannst nur an der Seite an der Wand ein bisschen kuscheln, aber da gibt es ja auch keine Möglichkeit, irgendwie, nicht so wie bei Himmelsdorf, wo wenigstens noch ein paar Hügel sind, ne? Wo du dich hinter verstecken kannst, da ist ja nichts da. Hier fahr am besten immer, wenn hier lang fährst, der Heavyline hinter diesem Ding hier lang. Das ist so Nummer sicher. Auf jeden Fall, weil zu dem Zeitpunkt jetzt, du siehst du, da ist jetzt der erste Scout aufgegangen, hätte der jetzt nicht den Plan gehabt, das Straight rüber zu fahren, sondern hätte jetzt direkt die Mitte angefahren und darüber geguckt, dann hätte er uns in dem Moment gar nicht gesehen. Okay. Also der ist ja jetzt da hochgefahren. Der Scout? Nee, ne? Der steht jetzt scheiße, mit anderen Worten. Oh. Mann, ey.
Ah, guck, da kommt er. Hier, da. Jetzt sehen wir doch, was hier Status ist. Soll ich mal hier links gucken? Kann ich ja, irgendwie gucken? Müssen wir uns ein bisschen in Schussposition bringen, das wäre gut. Ja. Oh Mann. Alter, ja, ich weiß nicht, was ist denn gerade los, bitte? Wo stehen die denn alle? Ah, okay, die sind nochmal ein Stück. Keine Bewegung hier. Das ist es. Ja, das ist so abartig hier gerade, was hier passiert. Kein Glück. Ja, oh, jetzt sind sie alle weg. Jo.
Ich glaube ja fast, dass das mit mir war. War das, waren wir beide das? Kann auch sein. Ich habe so viele Spiele gemacht in den letzten Tagen, dass ich noch nicht mehr... Nee, das waren wir beide, du hast recht. Du hast das gesagt. Wir ja, fahren gleich alle. Hier, das war genau hier an ja, der genau, Stelle. Das war genau. Der 6 Heavy, der da abgebogen ist und da hochgefahren. Ich weiß ja. Sowas ganz genau immer. Wo du gesagt hast, ja, ja, die, da geht gleich auf der anderen Seite einer auf und dann sind die eh alle weg. Da weißt du auch nicht, wer noch mitkommt. Das sind zu viel Fahrerei, oder was? Ja, der Schotte hat sich da jetzt auch schon hingestellt als Heavy. So nutzlos. Ja, genau. Das bringt dir nichts. Mann, die stehen alle so unnütz darum, der 4H, der Churchill da hinten. Der Churchill hat jetzt festgestellt, okay, da gibt's nichts mehr zu snipen auf seiner Buschposition, er fährt jetzt mal irgendwo hin. Gerade der Churchill, der ja so total mega schnell auch ist, ne? Ja, hallo, Let's Lou. Was komisch ist halt, die haben noch einen Churchill, der noch nicht aufgeklärt ist und eine Sue halt. Ich habe eigentlich gedacht, die Sue steht hier hinten bei uns irgendwo, aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Lass mal nochmal kurz die Schere angehen hier. Nee, irgendwie nix. Ja, also irgendwie alles komisch. Ah, die muss ja auch noch irgendwo stehen. Fahren wir hier hinten mal rein, oder was? Naja, ganz so offen will ich ja eigentlich nie umherfahren. Gut, da ist schon der Churchill da hinten.
Dann müssen wir auch gleich zulangen, ansonsten ist wahrscheinlich vorbei. Oh, da hinten ist die Su. Echt, ey, alle am Arsch der Welt am Campen da, das gibt's doch gar nicht. Den, ich fahre den mit der Project, aber das ist nur wieder eine andere Geschichte. Also, welchen fährst du denn? Ich fahre den mit der 57mm Project, fahre ich im Moment. Aber das liegt eher auch daran, dass ich, weiß nicht, den KV1 irgendwie 544 Runden gespielt habe und eigentlich schon so ziemlich jede Kanone auf dem Panzer gespielt habe. Ich mache halt bloß ab und zu mal eine andere drauf, wenn ich keinen Bock mehr auf irgendeine habe oder so. Also ich habe den auch 200 Runden oder 300 Runden mit der F30 gespielt. Ich habe den auch mit der F30 gedreimarkt. Also ich fand das ja, also als du die mit der kurzen Nachladezeit, ne, da habe ich, also als wenn du die spielst, das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also das lief ziemlich gut, ne? Ja, aber ich kann mir auch die F30 drauf machen und das läuft genauso gut. Das macht halt bei mir keinen Unterschied, wer die Kanone, welche ich spiele, so ungefähr. Bei mir aber. Also ich habe ja, also eigentlich generell hat der Bravo ja im Chat da recht. Also als ich den Churchill, der Churchill, bei dem Churchill hatte ich halt am meisten Chancen, was zu machen, ne? Weil der hat eine relativ kurze Nachladezeit
Und du warst halt nicht sofort, also wenn du einmal geschossen hast, warst du halt nicht irgendwie, ne, wie du schon sagtest, der brauchst du nicht ewig lange zum Nachladen und auf einmal kommen sie alle angefahren und wissen ganz genau, dass sie dich jetzt wegmachen können. Da war der Churchill eigentlich ganz gut, ne? Fährst kurz zurück vielleicht oder manchmal vielleicht sogar nicht mal zurück, sondern konntest direkt nach einer relativ kurzen Zeit wieder schießen. Wenn du mit dem Ding richtig triffst hier. Ja, jetzt kommt wieder die Assi-Map, ne? Die keiner gut findet. Aber wir fahren einfach mal geradeaus da bis zu den Häusern und versuchen das dann dahin zu deppen. Die andere Option haben wir ja nicht. Ja. Also die ist echt kein Spaßfaktor hier, ne? Die Map. Die ist irgendwie... Du hattest mir, glaube ich, gesagt, die war mal anders, ne? Die haben sie nochmal geändert, ne? Vorher wäre die noch irgendwie spielbar gewesen, aber jetzt. Ja, das war am Anfang, war das eigentlich für die ganz kleinen Stufen so eine Anfangsmap. Bloß. Da war das zwei große Bergschrägen gegenüber und in der Mitte im Tal und alle haben sich runtergestürzt und. Das war ziemlich lustig. Ja, passiert ja heute noch. Auf jeder anderen Map, dass sie einfach in die Mitte fahren. Fahr ich ja auch. Bin ich ja auch. TP, der ist jetzt hier gleich weg. Wir kriegen gerade von der Lev Art, die das nicht so schön irgendwie. Das gibt's doch nicht, der hat ja mich schon wieder aufgekriegt. Da mit dem Dings oben. Nee, guck da nicht rum, das ist einfach. Was war das jetzt für ein Schuss von wo? Was hast du denn jetzt gekriegt eben? T21 von da oben. Schätze ich mal. Der durch das Haus durch oder was? Hier durchs offene Fenster. Hast du von irgendwo gekriegt. Der steht auch da oben, oder? Der wer? Wer steht Amix? Da oben? Ach so, weiß ich jetzt gerade. Nee, der war da glaube ich nicht. Das ist, sobald du da ein Stück vorfährst, guck dir mal das Haus an, die Hausecke. Ja. Also, wie du jetzt stehst, scroll mal einfach ein Stück raus. Dann schießen die einfach schräg über die Treppe drüber und sehen da schon deine Wanne. Ja. Ja, stimmt. Ja, guck mal, DJ Kotze. Im Chat. Ah, jetzt kommt die Arti, ne? Diese Lev-Arti, die geht mir voll auf den Leim. Oh, wo kommt er her? Oh oh. Oh, ist der da oben weg, ja, wa? Oh, jetzt sitzt aber voll hier. Nee, ist natürlich immer noch da. Ah, so ein Dreckhaken, ne? Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du da rumgucken sollst jetzt. Das war
nächsten 200 HP weggeschmissen. Scheiße! Stattdessen kommen die jetzt auf die Idee, einfach drauf zu fahren, weil halt nichts mehr. Ach komm, Alter. Oh, das war jetzt nicht so cool. Aber die Map ist immer scheiße. War einfach jetzt die Geduld verloren. Ja. Wahrscheinlich auch. Aber ich habe auf dieser Map, glaube ich, noch nicht ein Spiel gemacht, wo es so richtig cool ist.
Mein Tiger hat sich an der Ecke verkeilt. Okay. Irgendwas hat mich aufgeklärt. War das meistens nicht gut. Eigentlich bloß irgend so eine. Naja, das war der Panzer, den wir gerade hier. Meinst du? Ja, okay, gerade gestorben ist. Ja, na logisch, der hatte ich doch noch gesehen. Boah, der. Der Ohoho. Der hätte doch mal gut weggemacht. Hat nur keinen Schusswinkel, wenn irgendwo was aufgeht. Schlimm. Alles. Alter Schwede, was ist denn da hinten? Die sind alle am Campen da, oder was? Ah, sind aber noch zwei, aber die kämpfen auf jeden Fall gut. Abpraller, das gibt's nicht, ey. Ach so, mit dem Otto hatte ich ja, habe ich ja immer noch die zweimal zerstören und 1000 Schaden machen. Ja, auf jeden Fall rechts rum zur Heavy Line hier gleich. Jo. Panzermarsch. Vorrücken über Hotel 7 nach Foxtrot. Nein. Nein.
Fährst du mal davor? Also ich habe ja schon. Da vorne ist doch ein bisschen gefährlich, ne? Das kann überall gefährlich sein. Das kann sogar hier rechts im Wasser gefährlich sein. Da kannst du ertrinken. Das ist, nein. Ja, naja, also so eine gewisse Position muss man hier schon sichern. Also wo der M4 jetzt da steht, bis da kann man auf jeden Fall eigentlich erstmal bedenkenlos immer mit jedem Heavy vorfahren, ohne dass man hier eigentlich Kontakt haben sollte. Es sei denn natürlich, hier kommt irgendein dummer Medium angerast, der hier nicht hergehört, der viel schneller ist als ein Heavy. Jemand vom TS möchte sich gerne dem Zug anschließen. Was sagst du? Ist das in Ordnung? Ich prall am Heck vom Kapo. Ja, er hat auch diese 490er Kanone drauf, die nur irgendwelche komischen Menschen spielen. Aber es ist ein Deutscher sogar, ein deutscher komischer Mensch. Er hat auch erst 1000 Games, da kann man schon mal die falsche Kanone drauf haben. Der hat nur 1000 Games. Problem ist halt, dass die gerade ziemlich dabei sind, da an unserer Base umherzuschnetzeln da. Ich hoffe, dass die das dann auch irgendwie in den Griff kriegen, dass wir hier noch den restlichen Klimbim wegmachen können und uns dann einfach ins Cap stellen und cappen und alles cool ist. Also rechts steht eine Arti und links steht dieser UI da. Der UI ist eigentlich kein Problem, der ist gleich tot. Ja, den habe ich jetzt gerade angeschossen. Blöd ist halt, dass die gerade schon anfangen zu cappen. Oh, Bishop. Ja, dann fahre ich gerade schon straight drauf zu, dass sie aufgeht. Die steht hier irgendwo knapp vor uns, also doch. Alter, wie Bishop, Alter, das ist doch pervers, was die schießt für den Winkel. Was war denn das gerade? Der Schuss kam fast durch den Boden. Ich kann immer noch nicht schießen hier, ich komme nicht dran. Da muss ich mir zwei Dinger von dem Missfinger. Oh, da hinten ist der T67. Oh, der ganz gefährlich. Oh, T67. Ganz gefährlich. Ich glaube, AFK. Ich schieße einmal drauf. AFK-Panzer. Kannst du holen. Eine Mache. Ja, ich bin hier in so einem Loch. Ich bin in so einem Loch hier. Jetzt warten wir wieder so lange, bis irgendwer hier mir den wegschießt, ey. Nee, ich komme jetzt. Guck mal, ich kann den nicht anschießen. Ich kann den jetzt erst. Ziel. Ich kann ja, den nicht. Siehst du, ich wusste es. Jetzt kann ich schießen. Ahnt, ja, jetzt ist er ja Gott sei Dank tot, weil unser Kollege den hier erschossen hat. Richtig geil, Alter. Das geht mir voll auf den Sack, dass ich nicht nach unten zielen kann. Das ist echt für den Arsch. Ja. So, da bin ich. Mahlzeit. Mahlzeit.
Ey, sag mal, die Arti kann doch hier. Was ist denn das, Alter, bitte? Mal hart, ey. Das sind wahrscheinlich, ja, aber das Spekulations- ist, mal, muss da irgendwas. Schüsse. Das kann doch nicht sein, dass gerade nichts aufgeklärt ist irgendwo. Ich meine, ist nichts. Aber tatsächlich so. Das, nein, es ist nichts aufgeklärt. Also der Gegner hat von uns auch gerade nichts aufgeklärt. Und deswegen schießt die gerade aus Langeweile einfach Blindshots auf irgendwelche Positionen, wo vermutlich Leute stehen. Das ist natürlich mega dumm, also wenn die Arti so viel Langeweile hat. Das ist sehr beängstigend, dass hier nichts kommt. Nix. Aufgrund des Ferdinand und Tier. Ich stehe ja hier oben, aber jetzt bin ich offen. Eben war ich noch nicht offen, da muss jetzt irgendwas stehen, was gucken kann. Na, guck mal. AT8? Ja, der war das aber bestimmt nicht, der mich aufgeklärt hat. Kann ich den. Kann ich, AT, lohnt sich das? Ja, ja, die kannst du. Ja, mach. Gekettet? Ja, war gut. Konnte ich nochmal drauf schießen zumindest. Immer ein bisschen runde wiggeln, ne? Weil wieder hier Arti. Wow. Ich oh, der muss natürlich. Wow. Also den AT-8, der steht zu tief. Den kann ich nicht nehmen. Jetzt könnte ich den AT-8 eine geben. Gut. Nur gebounced bei mir. Außer der eine Kettenschuss. Na, die ist gerade immer noch Laune rein. Kommt jetzt hier noch was auf unserer Seite? Ne, wa? Ja, da steht noch einer hinten drin, da. Also der eigentlich der gefährlichste ist von allen. Das ist halt so ein bisschen das Doofe. Der ist zwar eigentlich denkenlos, so dass wir zu dritt drauf fahren könnten, aber man weiß ja mal nicht, was da noch alles rumlungert. Da ist zum Beispiel noch ein Tiger P, der bis jetzt nicht aufgeklärt ist, der könnte da noch stehen. Da ist noch ja, so ein komischer AT-7, der könnte da noch umherlungern. Der ist jetzt zwar nicht die große Gefahr. Da oder so ein komischer Medium da hinten. Ich baue uns am Medium. Alter, das ist heute echt alles. AT. Irgendwie scheint der IS da nicht mehr zu stehen oder so, weil der IS könnte mich ja jetzt locker schießen aus. Okay, hätte ich mal nichts gesagt. Der hat so lange gebraucht zum Zielen, weil er so schlecht ist. Ach. Hat er geschossen? Ja, der hat geschossen. Macht natürlich auch gleich hier irgendwie einen Roll über 400. Ja, die Artia ist mal wieder ein bisschen hobbylos unterwegs. Das Problem ist halt, dass wir halt mal wieder nichts sehen mit unseren scheiß Heavys im Gegensatz zu so einem Medium. Das ist halt einfach die Grundsichtweite zu gering. Da war der IS-3 wieder. Der steht doch ja, immer noch an der gleichen Stelle. Es macht keinen Sinn mehr hier zu bleiben. Ja, es macht aber in keinster Weise Sinn, dass wir im Endeffekt noch hier bleiben. Im besten Fall ein bisschen fallen lassen und dann die IS-3 rankommen lassen, nachdem sie kriegen.
so, da kannst du spielen, wie du willst auf dieser Seite, ne? Wenn auf der anderen Seite nichts läuft. Ja, das war von vornherein klar, dass wir jetzt da bloß hinfahren, um die Seite zu deffen und dass wir da nicht einen großen Hermann machen und davor fahren und eigentlich irgendwie drauf warten, dass sie auf der anderen Seite mal vorankommen. Aber... geschossen haben direkt hinter dir? Nee, ja, die dann, genau, die dann da rum, also der IS, klar, der war da, aber die anderen Panzer, die dann da gekommen sind, sind die von der anderen Seite rübergefahren? Weil die haben ja die eine Seite gewonnen, ne? Naja, der Medium stand da schon die ganze Zeit in den Büschen, das war ja unser Problem mit der Sicht halt, dass wir da kein Medium hatten und sobald wir da oben, oder ich da oben rumgeguckt habe um den Hügel, der stand auf der Düne, also... An der Kante unten, wo Kotze stand, halt ein Stück weiter auf der Düne hinten in irgendwelchen Büschen drin, da stand der halt. Und der kann halt auf jeden Fall besser gucken als ich mit meinem Tiger. Und wenn wir da auch hätten irgendein Medium gehabt, der ein bisschen geistreich geguckt hätte, dann wäre es vielleicht auch ganz gut gelaufen. Aber nun ja. Ich denke mal, dass wir uns da wieder durch die Stadt quälen, ne? Mann, Alter, wie kann man denn so fahrbehindert sein? Er hat bestimmt gedacht, ich habe einen größeren Panzer als die anderen, kann ich bestimmt auch größere Häuser kaputt fahren. Du hast aber heute ein bisschen Pech auch, ne? Mit deinen Mitspielern, ne? Wenn die der... Oh. Ich bin aufgeklärt hier. Ja, ich auch. Fürchtet euch nicht. AT hat geschossen. Ui. Der hat so gesessen, ne? Focker in so alt, Alter. Ja, rechts kommt die erst rumgekrabbelt. Oh, da steht noch ein Prototype irgendwo. Ein Prototyp. Ui. Und die Art ist da Liman, da Liman Banana. Here I go. Come right out.
Ui. Richtig okay. Geil, Alter. Der IS versucht einen Sidescope, Alter, und blockt den HTC, Alter. Das gefällt mir. Ja, ein scheiß Medium entstehen. Ja, Max, Alter, was ist denn da los? Meiner nützlich machen hier. Ich komme mal zu dir gefahren. Naja, das ist hier nicht die... Zwischen den Häusern, da wäre schon fast besser. Von der anderen Seite will auch mitmachen, sagt er. So, irgendwie hat mein KV2 gerade Stimmung. Irgendwie pusht der ADC gerade rein hier. Du musst es jetzt mal Kotze von der Seite da decken, irgendwie, aber das ist, du stehst scheiße hier. Kotze, du kommst gleich vom ADC. Jo. Ich bin geladen, deswegen das sollte nicht. Ach komm, ey, weißt du, was mache ich denn gerade, ey? Es ist so bitter. Irgendwo müsstest du mal helfen, Lelek, und wenn's bei Kotze da ist. Ja, ich fahr da jetzt mal rum. Ja, ja, aber nur rumrangieren ist mal zeitlich nicht drin. Oh, das ist der Uni, aber der kann jetzt gerade nichts. Der Uni ist gerade auch nicht wirklich gefährlich für mich. Der HTC, ne? Da fahren wir mal ran. Ja. Brauchst du nicht zwangsweise ranfahren? Es reicht einfach, wenn du da bist. Auf die kleinen Türme jetzt einfach auch. Dann kriegst du ihn eh wieder nicht gepennt. Uhu, da hab ich ein bisschen Schiss vor. Vor dem. Ah, da schießt du um die 300 immer. Eine könntest du noch. Oh, schade, hat damit ja nicht durch die Schleuder. Der Unit wurde. Naja, zumindest hat er mir einen Schuss ermöglicht. Da, war klar. Und raus mit der Seuche. Boah, geil, der Uni hat geschossen, attackiert ihn. Wo? Halt in seine Flanke. Treffer versenkt. Ja, der Uni hat auch erst einmal eine Tausender von mir geschluckt. Keine Ahnung, wo ich den gepennt habe mit dem KV2. Aber der Platz war richtig gut da. Ja, ich. Ja, das ist halt eine wichtige Stelle halt zu halten da einfach, weil sonst die über den Obelisken hier von der Seite reinpushen einfach. Und dann ist das halt ruckzuck alles erledigt da. Aber hier, du hast den guten Panzerfriedhof hinterlassen, kann das sein? 1, 2, 3, hier auch.
Also, wir kann sein, dass wir einfach hier bleiben jetzt, aber wenn die jetzt losfahren und die ganzen Mediums sich entscheiden, wir fahren damit in die Stadt, weil das halt total toll ist und da Läden sind und so, dann ist ja keiner hier, um das hier zu verteidigen. Also verlieren wir es dann wahrscheinlich über die Medium-Line. Weil die anderen haben zumindest in ein paar schnellen Panzern halbwegs vernünftige Spieler sitzen. Aber das sieht aber so aus, als ob sich da genug entschließt. Ja, halt wenn wir jetzt rüberfahren und die verkacken es halt trotzdem, obwohl sie da so zahlreich sind, dann haben wir. Wenn unsere Scouts wenigstens mal was aufmachen würden von dem ganzen Scheiß, der da steht und uns beschießt, ja, dann könnte man ja auch mal was wegarbeiten davon. Die treffen ja alle nicht sonderlich gut, die da schießen. Aber
wenn du sagst, das wird ein totaler Reinfall, dann stimmt's meistens. Also der Gegner, ja, wird sieht. Auf jeden Fall... Oh. Das ist ja halt unsere Lieblingsmap, ne? Nur von der anderen Seite. Fahren wir rechts, ne? Oder? Brücke so schnell wie geht. Ja.
Ist durch. Ist jawohl. Ey, das wusste ich auch nicht. Okay, also der, die... Woher wusstest du jetzt, dass er die meisten Cap-Punkte hatte? Konnte man das sehen? Ja, weil er als Einzel... Nein, weil er, ich habe einfach das Spiel beobachtet, weil wir da eh rumstanden, auf die Gegner geschossen haben. Er war der Einzige, der die ganze Zeit schon drinne stand und schon von dem T-67 zweimal resettet wurde. Aber selbst danach hat er halt noch mehr Cap-Punkte gehabt, als wir, die gerade reingefahren sind in dem Moment. Also wenn der resettet worden wäre, dann hätte es mehr wehgetan, als wenn du oder ich jetzt eine abgekriegt hätten. Krass. Huh. Okay. Mit dem Quer war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber hat zumindest funktioniert. Schmeiß dich davor! Ja. Aber hat gut geklappt, ne? Also die haben auf jeden Fall darauf geschossen, das war mal klar. Die wollten den auf jeden Fall resetten, so wie es aussah. Ja, weil das Moment halt die einzige Chance war, für die zu kämpfen, aber zu gewinnen, aber wir hätten halt das auch verloren, weil wir halt nicht schnell genug wieder zurück gewesen wären, um da irgendwas zu resetten. Und bei uns war halt keiner mehr an der Base, der hätte resetten können, aber genug Fahrzeuge, dass dreimal hätten campen können. Sah eigentlich nicht. Das ist alles so ein Scheiß, den man mit bedenken muss und wo man drauf achten muss, wenn man irgendwie zum Schluss dann doch noch gewinnen will. Und ich gewinne lieber und. Ja, auf jeden hab Fall. Hab dann nicht ganz so viel Schaden, als wenn ich da irgendwie eventuell noch einen Schuss jetzt mehr hätte rausgekriegt und dann hätte ich trotzdem verloren. Aber ich meine, als wir da oben die Stadt aufgeklärt wurde, da saß da, hatte ich eher so ein Gefühl, dass wir das noch verlieren, ne? Weil da war ja viel los. Und bei uns war ja eigentlich eher so medium los. Irgendwas hätten die einen vernünftigen Scout gehabt, der sich nicht direkt weggeschmissen hätte, hätten sie die Line noch wunderbar scouten können, wenn du aus die 67er aufgegangen wären, hätten sie vernünftig mit dem Busch gearbeitet. Auf der Leine haben, der eigentlich vorne wegfährt, gute 100 Meter, und ich zum Schluss trotzdem die T-65 aufkläre oder so. Das heißt, da braucht kein Scout mitfahren, wenn er so schlecht ist. Ist der Elk nochmal? Der Elk ist gar nicht mehr zurückgekommen, ne? Oder hast du den noch gesehen? Der an uns vorbeigedüst ist. Der T-65 hat ihn rausgenommen. Ach so, okay. Hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Siehst du, ich habe nochmal viel mit mir selbst zu tun, ne? Das ging achter komisch hier, das war schwierig. Oh Gott, was mache ich denn mit meinem Panzer hier? Muss man hier rauffahren, hallo? Mir fällt gerade auf, dass ich noch nie in diese scheiß Stadt reingefahren bin. Ich auch nicht, ich spiele sonst immer Medium. Ich nur. Oh shit. Hä, von wo bin ich denn aufgeklärt worden? Ah, da hinten, von dem Hügel wahrscheinlich. Rechts oben irgendwo, glaube ich, oder? Ja, schätze ich auch mal. Aber warte mir das vorhin. Gott unterwegs. Ich darf gerade nichts mehr treffen. Yay. Hier, yeah, wir müssen da was machen. Der Defender da, hallo, der Defender darf nicht hops gehen. Das wäre echt scheiße jetzt. Wo ist denn der? Der wird da so. Ja, vor uns. Gehen, weil. Ja, wow. Das hätten wir mal verhindern sollen, das war ein guter Spieler.
Ach so, so ein Balancing, ja, keine Ahnung. Ich roll zweimal 180 mit einer 220 Alpha Kanone. Wow. Danke, M12. Oh. Ja, die hat mir auch gerade übel eine gegeben. Ich muss ordentlich Damage schon geschossen haben. Jetzt muss ich ihn wegmachen. Fangen die mittlerweile alle mit Splitterschutz oder was ist da kaputt? Sah doch ganz gut aus jetzt, was du da gemacht hast. Nee, ich hab doch vor 5 Schuss versemmelt. Das war absolut scheiße, was ich gemacht hab. Der Progetto hat den weggemacht, oder? Progetto. Hm. Der Cornetto. Cornetto Nuss, der da steht. Ah, der Spaghetti hat aber auch gespielt wie ein Eimer wahrscheinlich, oder? Ja. Wo schießt, auf wen schießt denn der? Der hat... Hat er auf dich geschossen? Der hat jetzt hier Teamkiller-Farbe. Scout hat er rausgeballert. Ich weiß jetzt zwar auch nicht warum. Wo stand denn der Scout? Pickup auf mir ist auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Ich muss rüber crossen. Auch wenn es keine gute Idee ist. Das kann Aua werden jetzt, ne? Ja, ziemlich, aber der... Na gut, KV4 ist raus. Ja, 45 KP. Ach so, okay. Ah, ich habe mich vorhin verguckt. Ja, gut, dann. Ja. Hm? Der was Defender war gerade faul. Der Defender war gar kein guter Spieler. Ich dachte. Ja, weil dann wäre er nicht so vorgejolot. Ich hab das mit dem 12-Tonner verwechselt. Aber der 12-Tonner war anscheinend auch bloß ein Stats-Padder, der irgendwo ganz hinten steht mit dem 12-Tonner. Hm. Meinte zumindest der Progetto. Camper und Go Garage. Deswegen hat er den Dings abgeknallt, oder was? Diesen. Wie nennt er? Diesen Scout, oder? Ja, gut, ist nur auch kein Grund unbedingt. Das rebalanced halt das ganze Spiel so in dem Moment. Ist halt ein Fahrzeug weniger, sitzt halt ein guter Spieler drin tatsächlich, auch wenn er bis jetzt bloß rumgekämpft hat. Könnte er eventuell später noch was machen mit der Kiste. Zumal er halt gut sieht damit, auch wenn er bloß irgendwo sinnlos umherfährt. Und kriegt er eigentlich jetzt Punkt, kriegt jetzt Punktabzug, ne? Dafür, oder? Ein Minuskill kriegt er. Ja. Ah, okay. Ja. Das ist auch schon wieder so kurz vor dem Punkt, wo ich fast denke, das wäre fast besser, das zu cappen oder so, weil... Keine Ahnung, ey, was die da hinten machen, die schmeißen sie jetzt da alle einzeln weg. Progetto ist One-Shot, der T64 ist One-Shot, der T29 ist One-Shot. Das ist alles so... Da ist nichts mehr... Kriegen alle einen auf den Deckel, ja, ich... Auf einmal 5 Fahrzeuge weniger. Ich jetzt hier in den Busch und lass mal meine Schere angehen. Nehmen wir den da so lange. Bis irgendein anderer kommt. Oh. Du auch. Naja, Glück, dass ich nochmal vorher drauf geschossen habe, ey. Achso, das war jetzt die Aufklärung. Das wäre ein Pinshot gewesen. Aber das war jetzt die Aufklärung von dem 45 TP, ne? Gerade, deine Lampe. Meine. Sag mal, der T37 da vorne gibt mir irgendwie auf die Nerven. Ich treffe ihn nicht. Warte, ich fahr mal kurz vor, lass meine Schere angehen und dann siehst du auch was. Runtergefahren, er ist irgendwo auf dem Feld gerade. Ist ein Baum umgefallen da unten. Ah, krieg ich grad nicht auf. Mal gucken, wer zuerst zuckt vom Gegner. Ich bin offen. Challenger an der Ecke. Die olle Su, ey. Kennt doch keiner. So wie die steht. Wir hätten es cappen sollen, da wo es eben noch ging.
Stehen wir hier gegen so eine Russen-Su, Alter, die nur du penetrieren kannst frontal. Gegen einen Challenger, der nicht aufgeht, und gegen einen Scout. Das ist absolut scheiß Setup, um das mit zwei Heavys zu gewinnen. Du müsstest allerdings eigentlich noch... Okay, hier vorne ist gerade ein Baum gefallen. Dass sie jetzt gespottet wird und mich anschließend anmault, gesagt hat, die soll was machen. Könnt ihr ihn eventuell mit einer HE gleich nehmen? Ah, haben wir. Hat sie nicht versaut. Ich bin offen. Von rechts und vor T37 von rechts. Okay, ja, ich gehe wieder in den Busch und gucke, ob ich hier vorne den Challenger gleich aufkriege. Wieso? Ist er noch gar nicht im Cap.
jetzt auf mich mit AP von irgendwo hinten aus der Box. Richtig läppisch. Ja, irgendwie haben wir so ein bisschen das Druckmachen verpasst. Also irgendwie stehen wir ja in so einer Position, wo zu viel reinschießen kann und wir eigentlich nichts machen in der Zeit. Oh, die sind aber schon ganz gut angeschlagen, ne? Der M5, ey, der hat auch so die suizidale Gedanken. Hier, pass auf, Lelek. Komm her, ein Stück rückwärts. Wenn man kann's. Oh, ich bin da, ich schieß da hinten schon drauf. Auf die Jungs. Hier, ja, nee, wir wollen hier aber was machen und nicht da hinten eigentlich. Hier rechts jetzt mal rüberfahren, rechts vom Gebäude, wo du jetzt dran stehst, ein Stück rumdrehen und drüben bis hin das nächste Gebäude fahren, da hinter den, durch die Backsteinmauer durch, da am Pfeiler vorbei. Ich komm sofort mit. Und gucken, das ist nicht so mein Ding. Das habe ich schon gemerkt. Doch. Aber Arti, die findest du gut, das merke ich. Die ziehst du nämlich. Das sind irgendwelche verzweifelten Mediums, die mit HE auf mich schießen, das ist das Problem. Die ziehst du magisch an. Der T20 da, kannst du eben eine sammeln gleich. Wo ist denn der Schuss hingegangen? Auch komm, ey, wieder herrlich. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir da drüben reinschießen können. Schräg, wo die gerade alle da durch die Stadt fahren. Ja. Ui, der hat gesessen. So, und da das sich jetzt da drüben gerade doof ergeben hat, in der Zeit müssen wir jetzt hier ein Stück zurückfahren wieder Richtung Kotze. Scheiße, die haben alles verloren auf der Seite, hinter dir ist noch einer, hinter dir ist noch einer. Bounce, ich bounce wieder an so einem T, ich bounce an einem T, weiß ich was nicht hier, was soll denn das? T80. Oh, ich kann mich hier nicht bewegen, weil sonst krieg ich direkt vom T28 oder der Suche macht sich. Ich auch gerade vom T28, ja, irgendwie muss ich mir ein Stück vorlassen. Ja, jetzt brenne ich, das war natürlich jetzt nicht das, auf was ich gewartet habe, Kotze. Oh Mann. Lange dauert. Ah! Stück vor, Lelek, Stück vor mit dem. Ja. Vor, nicht zurück, vor, die schießen hier in der Seite sonst. Ich hab auch schon vorne den Kollegen hier. Ja, der ist aber kein Problem. Der Schuss in der Seite ist viel schlimmer. Kannst du mal am Haus vorpieken, da mit dem Turm nach links und dem KV1 eine mitgeben, der da angefahren kommt? Der vor dir ist kein Problem im Moment. Na? Den KV1 eine mitgeben, den, nicht den kleinen, der ist uninteressant. Abgeprallt. Du? Ja. Alter, wie geht denn das? Hammerhart, ey. Kriegst du da keinen ruhigen Schuss mal auf die hin irgendwie? Das ist so mal Center-Fahrzeug oder das geht immer vorbei oder was? Ich meine, mit der Kanone kann man am KV1 Front eigentlich gar nicht abprallen. Das geht eigentlich gar nicht. Da musst du dem irgendwo, weiß ich was, dümmste Stelle Seite Turm gegenschießen vom Winkel her. Upper Plate oder die Berührungskante von den Panzerplatten? Jo.
Das ist natürlich doof, was jetzt passiert ist. Oder nicht? IS in der Mitte, da macht Stress. Da, hier links umdrehen, Lelik, Kotze helfen. Aber das hätte jetzt auch mal sagen müssen und ein bisschen eher vielleicht. Weil jetzt stehe ich hinter mir auch in einer Position, wo ich gar nichts mehr machen kann. Jetzt habe ich ein IS hinter mir und links vor mir. Und zwei KVs vor dir. So, ich bin da mal weg. Bis später irgendwann. Jo. Tschüss. Oh, schieß vorbei, das ist ja nett. Ach, krass, scheiße, der Dings von hinten jetzt. Ach, Mann. Ja. Waren aber ein paar gute Runden dabei, ne? Ist natürlich immer nicht immer alles gut, aber... Ich habe jetzt auch 1200 Schaden geschossen. Für mich war die Runde jetzt auch in Ordnung. Das ist halt, aber wenn die anderen halt nichts machen oder nur gucken, dann ist halt, dann passiert halt nichts. Ich meine, du siehst ja jetzt, das war jetzt eine Sache von Sekunden. Hätten wir das jetzt da ein paar Sekunden länger hingehalten, wären die hinten vom Hügel runtergekommen, hätten denen in den Arsch geschossen. Genau, aber die haben halt, die haben auch so ein bisschen, meine, oder weiß ich jetzt nicht, aber finde ich halt untypisch, dass die so über die Mitte gekommen sind, ne? Über das freie Feld. Weil da sind ja irgendwie zwei, drei rübergefahren, ne? Ja, ich sag mal so, also wenn ich irgendwo merke, dass die Situation nach Stock ist in der Gasse da und dass das dann nicht vorangeht, weil meine Panzer halt nichts machen und ich sehe halt irgendwo die Möglichkeit für so einen Move, weil da halt gerade keiner hinguckt oder weiß der Geil, was der Mais halt. Ja. Das ist natürlich dann für diejenigen, die in der Heavy-Gasse stehen, ganz schön dumm, ne? Weil. Ja, so wie gerade jetzt. Wirst von hinten angeschossen. Aber naja. So, ich mache erstmal Pause. Jo. War auf jeden Fall super, danke. Für die coolen Runden wieder. Bis zum nächsten Mal, danke. Ciao. Bis dann, schönen